Hallo und willkommen zurück zu Super Mario RPG. Wir wollten gerade da springen und nochmal das Minispiel machen, um Froschmünzen zu sammeln, damit wir uns auch mal was leisten können. Und mir hat das bei Tammy sehr gut gefallen. Ich möchte das auch mal ausprobieren, ehrlich gesagt. Dies ist der Mittagsfluss. Willst du Erklärung? Nö. Und los. Sammeln wir Münzen wie verrückt. Ah, da war eine grüne, verdammt. Wir brauchen die grünen. Mal schauen, ob das... Die grünen sind verdammt selten. Da ist ein... Au. Hä? Kann ich irgendwas machen? Ich kann gar nichts machen hier. Ich will raus. Menno. Aha, genau da wollte ich hin eigentlich. Keine Ahnung, was dann passiert. Okay, gut. Wissen wir das jetzt auch. Hui. Ja, ich glaube, den Highscore werde ich nicht brechen. Fässer springen. Ach, das wird schon klappen. Ich glaube, da können wir einfach nur springen, oder? Okay. Wow. Wow. Kann ich irgendwie auf das Fass... Also irgendwie... Ah, ein Fisch. Oh, wie gemein. Ich glaube, ich hätte das bleiben lassen. Ich glaube, da kriegen wir nichts Besonderes. Ich komme ja gar nicht an die Münzen hier. Was soll denn das? Ey. Oh Gott, ich mache alles nur nicht richtig. Ah, jetzt klappt's. Ja, jetzt, wo es schon fast zu spät ist. Ah, jetzt. Ey, ich will auf die andere Seite. Oh je. Wie war das dann mit den Froschmünzen? Ich glaube, die kann man dann umtauschen lassen, oder? Weil darum, da ging es mir eigentlich drum. Dass wir da ein bisschen mehr haben, weil Geld haben wir ja. Na, immerhin ein paar jetzt. Oh, aber bestimmt kein Highscore. So, 21 Münzen. Oh, wie grottig. Heute gibt es für 80 Münzen... Ach, du Limini, ist das teuer. 54. Och nö, da müssen wir noch so oft. 80 kostet eine. Nee, also das ist mir zu blöd. Aber egal, Hauptsache einmal das Minispielchen gemacht. So, da geht's zurück. Da wollen wir nie wieder hin in diesen verdammten Kanal. Froschteich, Rosenweg. Das ist unser Ziel. Gucken wir doch mal. Du kannst bei blauer Farbe nicht herunterspringen. Springe nur von einem gelben Block. Okay, merken wir uns. Also ich muss warten, bis es gelb wird. Gut. Ein Pilz. Okay, hätte es da noch was gegeben? Ich meine, ich kann ja... Ah gut, ich versuche jetzt mal auf den... Ah ja, hier hätten wir auch noch einen Ausgang. Ich will mal auf den Seestern. Verdammt. Nochmal, komm. Nein, nicht zurück. Blume. Also ich verstehe es nicht ganz, aber irgendwie kommen wir immer an andere Stellen raus. Hä, kann ich auch raus? Nein, kann ich nicht. Schade, der Seestern kommt nicht mehr zurück. Ach egal, dann gehen wir mal da durch. Schauen wir uns um. Gegner! Juhu! Au! Bin mal gespannt, was Mallow jetzt für einen Schaden macht. Ne, das sind Diebe. Wow! Endlich ist er mal gut hier.
Freut mich. So. Musst du kurz was nachschauen? Jetzt bin ich wieder da. Entschuldigt. Aber für euch ist die Unterbrechung ja... was ist denn da los? Was hat denn der da? Okay, Gauner. Ich mag überhaupt nicht die Viecher, die stehlen können. Das geht mir sowas zum gegen den Strich. Aber die scheinen ja gar nichts zu stehlen. Okay, Mr. Shy Guy. Also, der Schaden, den die machen, der ist ja wirklich belanglos. Aber gut, wir sind ja auch relativ gut trainiert. Wurden ja mehr oder weniger dazu gezwungen. Ah, und jetzt hat er einen Schalk. Okay, lassen wir ihm einfach den Spaß und schauen uns weiter um. Da könnten wir raus. War da sonst noch was? Ich guck eben nochmal. Nee, okay. Ja, nichts übersehen hier. Oder da in der Ecke? Nee. Dann mal weiter. Oh je, da ist wieder so ein Block. Ich hoffe, da verliert man sich nicht. Ach, jetzt. Ah ja. Münze. Kann ich jetzt mal auf den Stern da? Nö, will er gar nicht drauf. Oh je, Leute, ich seh's schon kommen. Da verirrt man sich wieder gnadenlos. Da will ich mal hin. Ja. Kann ich jetzt auf die fliegenden... Nee. Hat Mario keine Lust dazu. Wo kommen wir jetzt hin? Ja, weiter. Nein. Da lang. Ach, dieses blöde Ding. Was soll denn das? Ja, genau, ich will zurück. So, jetzt aber. Nein, ich bin am Anfang. Verdammt. Ah, sowas war ja wieder klar, ne? Oh, Mann. Gut, das bedeutet... Das ist... Na gut, das heißt... Ich sollte dann doch mal zum anderen Weg. Gucken, ob wir da nochmal schnell... Ach, das ist ein Gegner. Ach so. Ich glaube, das ist ein Dieb. Mei, mei. Ja, da wird es mal wieder Zeit für einen Donnerschlag, würde ich sagen. Jawohl. Okay, jetzt sind wir wieder da. Was heißt wieder? Ich war hier noch nie. Spring da runter. Das ist meine Truhe. Mensch. Was ist denn das? Dann geht Mario am besten erstmal auf die Spinne. Während sich dieser um alle kümmert. Doom Reverb. Oh, das klingt aber böse. Verwirrung oder was? Oh, ich glaube, er schläft. Nö, anscheinend nicht. Und tot, die Spinne. Irgendwas hat Mario. Der hängt ganz böse da. Aber ich weiß nicht, was es ist für ein Status. Mal gucken, ob er jetzt immer noch ist. Erstmal die Münzen cashen hier. Und da ist noch eine und noch ein Gegner. Blumen. Okay, der Status ist weg. Das ist schon mal sehr gut. Jawohl. Ich glaube, ich sollte Mario langsam heilen. Ja, doch. Mit einem Pilz. Ein Pilz dürfte reichen. Jawohl.
Ein umsonst, jawohl. Sehr nett. Oh, die halten ja richtig was aus hier. Komm. Jetzt bin ich auch platt. Naja, es gibt wenigstens Erfahrung dann, hoffe ich doch mal. Zack. Yo. So. Wir machen diesen Part ein bisschen länger, so ein paar Minuten länger, weil der Part davor hatte ich ein bisschen zu kurz, zu früh aufgehört. Das wollte ich sagen. So, was machen wir hier jetzt? Ah, ist blöd, dass das immer nur auf einen geht, aber ich glaube, die Blume kriegt mal einen Feuerball. Das mag die bestimmt nicht. Zack, 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 zack. Yes! Das dachte ich mir doch. So, und der Gute macht seinen Donnerschlag. Dass das alles mal ein bisschen schneller hier geht. Und schon wieder dieser Whatever-Status. Immer auf Mario. Ist doch gemein. Vielleicht kann Mario in diesem Zustand nicht mehr zaubern. Ich weiß es nicht. Aber egal, für die Viecher zauber ich jetzt eh nicht mehr. Kaboom. So, Dille. Her mit dem. Und noch eine Truhe, weil es so schön ist. Und noch eine, und noch eine. Okay, legen wir los. Versuchen wir den Raum hier noch zu plätten und dann ist ein guter Abschnitt, um den Part zu beenden. Irgendwas ruckelt gerade an meinem Emulator und ich weiß nicht was. Kann jetzt auch schlecht nachschauen hier, Mann. Ich bin mitten im Kampf. Egal, die 3 Minuten werden wir jetzt noch aushalten hier. Ich will diese Gegner noch töten. Und das finde ich recht gut gemacht bei Mario RPG, dass die Gegner immer tot bleiben. Da hat man immer eine schöne Kontrolle, wo war man noch nicht. Es sei denn natürlich, man verlässt komplett den Dungeon, dann ist es natürlich resettet. Aber ansonsten finde ich das gut. So. Aber es wäre mal nett, wenn es in den Truhen was anderes gäbe, wie nur diese Münzen. Okay, haut ab. Umso schneller geht das hier. Und zack. Ja, noch einmal. Ja, ist ja gut. Komm, stirb einfach. Die bringen ja auch so gut wie gar nichts. Ein Exp, ein Gold. Komm, das ist... Das ist die Mühe echt nicht wert. Nein, jetzt habe ich es auf den gemacht. Ah, verdammt. Egal. Egal. Lebt sogar noch. Was Psychopath bedeutet, haben wir immer noch nicht so ganz gecheckt. Irgendwie bringt das nichts. Naja. Und weg mit dir. Ah, Attack Up. Sehr schön. Das können wir jetzt bei der Blume sehr gut gebrauchen. Weil die hält ja was aus hier. Ich möchte nicht nochmal Feuer verballern. Na, da ist sie ja auch schon kaputt. Ging ja noch. So, und das letzte. Und dann geht's da weiter. Okay. Na, scheinbar ist da so viel Münzen drin, bis der Gegner kommt. Oder ist das nur Zufall? Naja.
Au. Was für eine Attacke. Ich bin überwältigt. Und denn, also, dürfen wir dann das nächste Mal nicht vergessen, dass ich im nächsten Part da rechts weitergehe, aber ganz am Anfang links gab es auch noch einen Weg. Da werde ich dann natürlich auch noch hingehen. So, der Stein ist kaputt. Und wir gucken noch ganz kurz, wie der nächste Raum aussieht. Okay, da hinten sehe ich schon mal Goombas. Das ist ja mal vielversprechend. Dann sage ich bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Super Mario RPG im Alternate mit Tamiko-chan und mir.